wir hatten nur lange Zeit keine Möglichkeit, das Kreuzband wirklich zu erhalten. Wenn man in den 80er Jahren schon mal versucht, Kreuzbänder zu nähen, das ist eigentlich grundweg in die Hose gegangen. Das hat nicht funktioniert, weil uns einfach auch viel Wissen um die Biomechanik des vorderen Kreuzbandes damals noch fehlte. Heute wissen wir mehr. Es ist immer ein Traum in der Chirurgie, das zu halten, was da ist. Kreuzbandnaht ist eigentlich das, wo wir mal hin müssen, dass wir nichts brauchen, keine Sehnen wegnehmen müssen, sondern dass wir ein Kreuzband wieder nähen können. Ich fand das deshalb eine interessante Methode, weil es dem Ziel dient, Strukturen, die eine bestimmte Funktion erfüllen, möglichst zu erhalten und nicht zu ersetzen. Und wir wissen, dass das vordere Kreuzbandtransplantat eben nicht die propriozeptiven Eigenschaften hat eines natürlichen Kreuzbandes. Und die Idee, dass man das natürliche Kreuzband mit einer neuen Methode doch noch erhalten kann, die fand ich spannend. Und mich haben die Daten der Schweizer Arbeitsgruppe eigentlich überzeugt. Die Rehabilitation scheint schneller zu verlaufen. Also die Patienten sind, die wir in unserer Klinik bisher behandelt haben, eigentlich schneller wieder an der Arbeit. Das haben wir ganz klar gesehen. Und auch teilweise schneller wieder in dem Sport, den sie gerne gemacht haben oder in dem es passiert ist. Ideal ist es, wenn es ein Patient ist, bei dem das Knie selbst keine allzu starke Entzündungsreaktion nach dem Unfall hat. Also wenn ich einen Patienten habe, der doch relativ kurzfristig nach der Verletzung wieder ein gut bewegliches Kniegelenk hat, das ist ein Patient, den empfinde ich als ideal, auch für die Operation, und da erwarte ich mir eigentlich das beste Ergebnis. Wir sehen immer mal wieder Probleme, gerade bei frischen Rupturen, die wir gerne erhaltend operieren möchten, bisher nicht konnten, weil die Systeme, so wie sie bisher quasi zur Verfügung standen, nicht so die Ergebnisse gebracht haben, wie wir es halt wollten. Und als rekonstruktiver Chirurg ist man natürlich dazu angehalten oder motiviert, natürlich Gelenkstrukturen zu erhalten, so viel wie möglich die eigenen, weil das sind einfach die besten. Ja, wir haben jetzt die ersten 2 bis 3 Jahresergebnisse vorliegen und da sind wir sehr zufrieden. Also die Patienten sind selber auch sehr zufrieden mit der Methode und die sogenannten klinischen Scores, das heißt also die funktionellen Ergebnisse, wie die Patienten zurechtkommen, auch Schmerzen und so weiter, sind doch sehr hoffnungsvoll und sehr gut, und das auch im Vergleich zur etablierten Methode der Sehnentransplantation. Es ist eben so, dass wir wissen, dass die konventionelle Rekonstruktion zwar für viele Patienten gut funktioniert, aber wir wissen ebenso, dass über längere Zeiträume auch diese Patienten Arthrosen entwickeln, dass ein großer Teil dieser Patienten nicht wieder das Sportniveau erreicht, das sie vorher hatten, und wir insgesamt also noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen, dass wir also das Kreuzband vollständig wiederherstellen können. Und da sehen wir eben das Potenzial bei diesen Kreuzbandnähten, dass sich das natürliche Band regeneriert und dass wir damit auch die natürliche Anatomie erhalten, die natürliche Nervenversorgung erhalten.